Ihr dürft Platz nehmen, Jugend, bleibt hier vorne, eure Plätze sind weg. Ihr habt keine Plätze mehr, weil in Konstanz ist es zu voll. Das heißt, ihr könnt einfach hier vorne euch auf den Boden setzen. Das Team kann da bleiben. Come on, lasst uns direkt einfach hier bleiben, okay? Wenn es geht, will ich euch nicht verlieren. Ich möchte auch nur mir ein paar Minuten Zeit nehmen, okay? Aber ich möchte zurückgehen, ganz kurz zurückgehen zu, wie ich glaube, dem Moment, der uns die Tür geöffnet hat zu dem, was jetzt gerade passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor einigen Wochen habe ich eine Predigt gehalten, wo es um Dankbarkeit ging. Und ich glaube, weil ich bin schon ziemlich lange Pastor dieser Church. Ist ein Anfang. Wow, okay, alles klar. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir in den letzten 15 Jahren keine Wunder erlebt haben. Wir haben Wunder erlebt, ohne jede Frage, jedes Jahr, immer wieder. Aber eine Sache kann ich sagen, was die letzten Wochen passiert ist, ist, dass der Spirit von Dankbarkeit und die Lautstärke von dem, das wiederzugeben, was Gott tut, deutlich angestiegen ist. Und wir haben an all unseren Locations diese Revival Wall, an die ich nochmal erinnern möchte. Und ich glaube, dass die ein Schlüssel von dem ist, was Gott gerade tut. Unsere Dankbarkeit führt uns immer wieder zurück zu ihm. Und deswegen möchte ich ganz kurz anfangen mit der Bibelstelle, von der ich glaube, die uns hineingeführt hat in all das, was gerade passiert. Weil ich glaube, ich will nicht, dass nach heute Abend das Ding fertig ist, sondern ich glaube, dass heute Abend erst der Startschuss ist von all den Wundern, die Gott tun möchte. Come on, in München, in Düsseldorf, in Zürich, in Konstanz, come on. Lass das heute Abend der Startschuss sein, dass Gott seine Kraft zeigt, seine Gnade zeigt. Come on, dass der übernatürliche Gott anfängt, uns die Schau zu stehlen. Und das wollen wir. Kann irgendjemand am Ende dazu sagen? Lukas 17, ich lese es ganz kurz vor, Vers 11 bis 19. Das ist diese Bibelstelle von die Heilung der 10 Aussätzigen und der Dank des Samaritaners. Ich will sie einfach nochmal vorlesen, einfach um sie uns in Erinnerung zu rufen. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und von Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. 10 Aussätzige, 10 gereinigt, nur einer kommt zurück und sagt Danke. Das Krasse ist heute Abend, wenn du dir mal anschaust, wie rappelvoll es heute Abend hier ist in Konstanz. Und ich gehe davon aus, in den anderen Locations genau das Gleiche ist der Fall. Es ist mehr als nur eine Person, die zurückgekommen ist, um Gott zu danken heute Abend. Das heißt, das Fundament ist gelegt. Du bist hier heute Abend, weil du weißt, dass alles, was du hast, du nur einem zu verdanken hast. Sein Name ist Jesus und auf seinen Namen baust du sein Leben auf. Auf seinem Namen gehst du nach vorne, in seinem Namen lebst du dein Leben. Das ist das Fundament von allem. Und ich will uns ermutigen, dass wir in diese nächste Zeit gehen und diese Bibelstelle nicht aus den Augen verlieren. Lass uns laut sein. Wenn Gott was in deinem Leben getan hat und wenn es noch so klein ist, manchmal glauben wir, wenn jemand von Brustkrebs geheilt wird oder ein Gehirntumor geheilt wird, das lohnt sich, Gott zu preisen. Bei mir war es nur so ein kleines Ding. Nein. Jedes Wunder, was tut, lohnt es. Es lohnt sich, Gott zu danken. Es lohnt sich, Gott die Ehre zu geben. Wir sind nicht hier,
Und wir bauen diese Kirche nicht, um Hillsong groß zu machen, sondern um den Namen von Jesus Christus groß zu machen. Jedes Wunder, noch so klein, noch so groß, verdient es, ihm die Ehre zu geben, seinen Namen laut zu machen. Hey, du hast ein Sprachrohr, du hast eine Stimme und unsere Dankbarkeit führt uns immer wieder zurück zu Jesus. Von daher, lass uns nach heute Abend umso lauter werden. Lass die Stadt Konstanz wissen. Lass München wissen. Lass Düsseldorf wissen. Lass Zürich wissen, dass es einen Gott gibt, der noch am Leben ist, der am Heil ist, der übernatürlich am Wirken ist, der versorgt. Warum leise sein? Warum sich schämen für das und für den, der uns gerettet hat? Es gibt keinen Grund. Lass uns nicht entschuldigen für den Glauben, den wir haben. Ich weiß, viele wollen, dass wir leise sind, aber gerade deswegen sollten wir umso lauter sein. Der Lahme saß am Straßenrand, Jesus kam vorbei und er fing an zu rufen, Jesus, Meister! Und alle haben zu ihm gesagt, komm, sei still, komm, jetzt komm. Er hat wichtigere Dinge zu tun. Und die Antwort von ihm war, er schrie umso lauter. Es gibt so viele Leute in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis, an deiner Firma, die wollen, dass du ruhig bist. Die wissen, dass du gläubig bist. Die wissen, dass in deinem Leben was passiert. Und alles, was sie wollen, ist, dass du still bist. Man, ich bete, dass du einen göttlichen Mut hast, alles andere als still zu sein, sondern seinen Namen groß zu machen und allen zu erzählen davon, was Jesus Christus in deinem Leben getan hat, wie er dich geheilt hat, wie er dich versorgt hat, wie er deine Ehe wiederhergestellt hat, wie er deine Kinder wieder zurück zu Jesus gebracht hat. Man, lass uns nicht leise sein. Lass uns laut sein. Amen. Alright, drei ganz einfache Punkte, bevor wir anfangen zu beten. Simpel. Drei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte über das Gebet in den 5 Minuten, die ich noch habe. Ist okay. Weißt du, manchmal tendieren wir dazu, Dinge zu verkomplizieren. Ich weiß, der Glaube und ich weiß, Theologie kann manchmal extrem kompliziert sein. Und man kann sich verfangen in philosophischen Gesprächen. Auch über Heilung. Die Gefahr ist, dass man sich verliert und verfängt. Über Heilung. Und ich glaube, die Kraft im Evangelium ist die Einfachheit des Evangeliums. Darf ich es nochmal sagen? Die Kraft des Evangeliums ist die Einfachheit des Evangeliums. Und ich glaube, die Kraft in Heilung ist die Einfachheit der Heilung. Dass wir sein Wort nehmen und vertrauen und es nicht verkomplizieren. Deswegen 3 einfache Gedanken, bevor wir gleich uns Zeit nehmen und heute Abend beten. Und ich hoffe, dass diese Gedanken euch ermutigen. Und also auf der einen Seite euch ermutigen, auf der einen Seite es euch einfacher machen und auf der anderen Seite auch den Druck rausnehmen. Den Druck rausnehmen, weil manchmal kannst du in so einen Abend reingehen und du kannst sagen, oh man, jetzt haben wir es echt gehypt, ne? Jetzt haben wir echt auf Instagram uns rausgelehnt, jetzt haben wir echt Gas gegeben. Was passiert, wenn Gott heute Abend keinen heilt? Dann stehen wir echt dumm da, hey? Das wäre echt blöd. Und die Sache ist die, come on, sind wir mal ganz real, der Druck ist real. Der Druck ist real, wenn jemand dich bittet zu beten und du fängst an zu beten, weil du hast ihm versprochen, dass wenn du betest, wird er geheilt werden und du fängst an zu beten und du denkst dir innerlich, okay Gott, wenn du jetzt nicht kommst, mal ganz ehrlich, lass uns den Druck rausnehmen. Alright, hier ist das Erste. Der Grund, warum wir heute beten, erstens, der Grund, warum wir beten ist, wir beten, weil er gesagt hat, dass wir es tun sollen. Ganz simpel, ganz einfach. Heute Abend sind wir hier an all unseren Locations und wir beten für Heilung, weil er gesagt hat, dass wir es tun sollen. Weil sein Wort uns sagt und uns lehrt, dass wir beten sollen. Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder, was wir gemacht haben heute Abend. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird er sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Wir beten heute Abend ganz einfach deswegen, weil sein Wort sagt, dass wir beten sollen. Macht jemand Schweres durch, dann betet. Ist jemand krank, dann betet. Eine ganz simple Anweisung. Und ich weiß, du kannst, und es gibt viele, die sich verlieren in so
philosophischen Gedanken von, okay, aber wenn es Gottes Wille wirklich ist, dass er geheilt wird, macht es dann überhaupt Sinn, dass wir beten? Und wenn es Gottes Wille ist, dass er nicht geheilt wird in dem Moment, sondern durchhält, macht es dann überhaupt Sinn, dass wir beten? Völlig wurscht in erster Linie, was dem macht, was nicht. Hier steht, wenn jemand krank ist, dann fangt an zu beten. Punkt. Wenn jemand krank ist, dann fangt an zu beten. Deswegen sind wir hier. Deswegen bist du heute Abend hier. Manchmal müssen wir nicht für Gott etwas zu Ende denken. Okay, Gott, also, weißt du, ich will einfach deinen Namen beschützen, okay? Ich glaube, Gott ist groß genug, seinen eigenen Namen zu beschützen. Ich glaube, Gott braucht dich nicht, um seinen Ruf zu bewahren, okay? Er hat es die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende geschafft. Er wird es auch weiterhin schaffen, alright? Und wenn er sagt in seinem Wort, betet, dann lass uns beten. Wir sind heute Abend hier, ganz einfach deswegen, weil er gesagt hat, wenn ihr krank seid, dann betet. Alright? Hier ist das Zweite, was wir wissen müssen, wenn wir heute Abend beten. Wir wissen, es sind nicht wir, die heilen, sondern es ist Gott, der heilt. Wir wissen, es sind nicht wir, die heilen, es ist Gott, der heilt. Manchmal fangen wir an, so einen Druck auszuüben auf uns. Okay, jetzt ist der Moment, heute Abend. Wow, alle Leiter, seid ihr bereit? Okay, habt ihr gefastet? Habt ihr gebetet? Weil je nachdem, wie heilig ihr wart diese Woche, dementsprechend werden heute Abend Wunder passieren. Und wenn ihr es diese Woche vermasselt habt, wenn ihr diese Woche nicht genug Bibel gelesen habt, wenn ihr nicht heilig genug wart, wenn ihr auch nur einen schlechten Gedanken gedacht habt, Elias Club, heute, dann wird dein Gebet heute Abend nicht mehr kraftvoll sein. Come on, ich weiß, ich mache gerade ein bisschen den Scherz, aber wie schnell verfangen wir uns in genau diesen Gedanken? Wir müssen wissen, wir sind es nicht, die heilen. Es ist Gott, der heilt. Wir sind es nicht, die Lohn und Anerkennung verdienen dafür, dass jemand geheilt wird. Es ist Gott, der Lohn und Anerkennung verdient dafür, dass jemand geheilt wird. Hier, Paulus hat genau das Problem gehabt. Apostelgeschichte 14, Vers 11 bis 15. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf Lyakonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sie sind zu uns herabgekommen. Sieht so um Gott aus, ehrlich, nein. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester vor der Stadt gelegenen Zeugtempels brachte Stiere und kränzte zum Stadttor und sie wollten zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, ey, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja geradezu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine Götter sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. So wichtig für uns heute Abend zu verstehen, wenn wir nachher beten und wenn du nachher die Gelegenheit bekommst, für jemanden zu beten, der neben dir steht. Das Resultat des Gebetes hängt nicht davon ab, wie gut du bist. Du bist kein Gott, so gut du auch sein magst. Aber wir müssen verstehen, wir sind nicht die Heilen. Wir sind nicht die Anbetung verdienen. Er allein ist es. Und das nimmt Druck aus dem Ganzen raus. Wir müssen nicht irgendwie auf den Knien rumrutschen. Wir müssen nicht Selbstkasteiung durchführen. Wir müssen nicht uns selbst zerfleischen, um zu hoffen, um zu erflehen, um zu erbeten, dass Gott etwas macht. Gott will schon etwas machen. Alles, was er sucht, sind Menschen, die bereit sind, sich auf seine Gnade zu stellen. Bereit sind, Geschenke anzunehmen. Und so. Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber hey, du hast gesagt, wir sollen beten, also bete ich. Alles andere überlasse ich dir. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, wir beten, weil er gesagt hat, wir sollen beten. Das Zweite ist, wir wissen, dass es nicht wir sind, die heilen, sondern dass es Gott ist. Und das Dritte, und damit schließe ich, ist, wir vertrauen nicht auf die Heilung, sondern wir vertrauen auf den, der heilt. Ich weiß, dass manche, die heute Abend hier sitzen und manche, die vielleicht in München sitzen, Düsseldorf und Zürich, schon lange auf die Heilung warten. Schon lange warten darauf, dass Gott endlich in ihrem Herz etwas heilt. Darauf, dass Gott endlich in ihrem Körper etwas heilt. Schon zu so vielen Heilungskonferenzen gelaufen sind, zu so vielen Heilungsevents gelaufen sind. Und doch ist nichts passiert. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn das dir ein bisschen die Luft nimmt.
wenn es dir ein bisschen den Mut nimmt, ein bisschen den Mumm nimmt, ein bisschen die Motivation nimmt. Ich kann nicht behaupten, dass jedes Gebet, was ich gebetet habe, für mich persönlich funktioniert hat. Ich kann auch nicht behaupten, dass jedes Gebet, was ich für meine Frau Joanna gesprochen habe, für die wir immer noch beten, dass sie komplett geheilt wird von gewissen Dingen, ist es bis jetzt passiert? Nee, ist es nicht. Ich weiß, welche Gefahr wir laufen, enttäuscht zu werden in diesen Momenten. Warum, Gott, tust du das nicht? Du könntest doch. Warum heilst du jetzt nicht? Und ich will einfach von vornherein, wenn es okay ist, ich will nicht den Glauben dezimieren, der hier herrscht. Ich will einfach den Druck rausnehmen, damit der Glaube wachsen kann. Wir vertrauen heute Abend nicht darauf, dass heute Abend wird ein guter Abend, wenn du rausläufst und geheilt bist. Heute Abend ist ein guter Abend, weil Gott auf dem Thron sitzt. Und weil Gott Gott ist und weil du sein Kind bist. Deswegen ist heute Abend ein guter Abend. Schadrach, Meschach, Abednego, wir kennen die drei Jungs. Die drei Jungs im Feuer, kennt ihr die? In Daniel, den Propheten, haben sich nicht gebeugt vor dem König, weil sie gesagt haben, der Einzige, vor dem wir unsere Knie beugen, ist Gott selber. Der König sagt, alles klar, dann schmeißen wir euch halt ins Feuer. Und ihre Antwort ist, ja, mach. Schmeißen sie ins Feuer. Unser Gott, Daniel 3, Vers 17, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber sogar, wenn er es nicht tut. Sogar, wenn er es nicht tut, werden wir ihn anbeten. Und ich liebe diese Einstellung, die sie haben. Kann Gott uns retten? Ja, klar. Aber weißt du was? Sogar, wenn er es heute Abend nicht tut, werde ich ihn trotzdem preisen, werde ich ihn trotzdem loben, werde ich trotzdem auf ihn vertrauen, werde ich trotzdem auf ihn schauen, komme was wolle. Hey, ich vertraue nicht auf die Heilung, sondern auf den, der heilt, auf den, der einen guten Plan hat für mich und mein Leben. Heute Abend. Ja, wir strecken uns aus nach Heilung und ja, wir beten für Heilung, aber wir vertrauen ihm und wir vertrauen seinem guten Plan, den er hat und wir überlassen es ihm. Hey, Teil von davon zu vertrauen, heißt es zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich verstehe es nun mal nicht. Verstehe ich alles? Nein. Verstehe ich, warum manche geheilt werden, manche nicht geheilt werden? Nein. Muss ich es verstehen? Nein. Sein Wort sagt, jemand ist krank, bete. Also bete ich. Das ist alles, was ich wissen muss. Was ich noch wissen muss, ist, ich bin nicht der, der heilt. Gott ist der, der heilt. Und was ich noch wissen muss, am Ende wird jede Träne weggewischt und alle Schmerzen werden vergehen, weil der Tag der Heilung wird kommen und der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, wird kommen. Wir sind jetzt schon auf der Gewinnerseite. Wir haben nicht verloren, auch wenn wir jetzt noch auf dieser Erde sind und die Leiden tragen müssen und Schmerzen tragen müssen. Hey, wir haben nicht verloren. Wir haben gewonnen. Amen. Komm, können wir aufstehen gemeinsam? Und an jedem von unseren Locations wird das Team jetzt kommen und wird uns führen und leiten in der Anbetung. Und die Campus-Pastoren werden den restlichen Abend in ihre Hand nehmen und werden beten. Denkt dran, das Fundament ist Gnade. Wir beten, weil er gesagt hat, wir sollen beten. Wir wissen, er ist der, der heilt, nicht wir. Nicht meine Leistung, er. Und wir vertrauen ihm, nicht auf das, was heute Abend passiert.